Wir beschäftigen uns mit der Entdeckung und auch der Entwicklung neuer Antibiotika aus natürlichen Quellen, legen dabei einen besonderen Fokus auf Naturstoffe aus Mikroorganismen. Die meisten der heute klinisch eingesetzten Antibiotika wiederum wurden im abgelaufenen Jahrhundert aus bodenlebenden Mikroorganismen gewonnen. Solche Mikroorganismen stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Eine wirklich bedeutsame Fragestellung im Prozess der Antibiotikaforschung ist die, wie überhaupt noch neue Antibiotika entwickelt werden können. Derzeit wertschätzt die Gesellschaft Antibiotika nicht hinreichend, was dazu führt, dass keine solchen für uns essentiellen Substanzen entwickelt werden. Unser Forschungsansatz ist stark von dem Gedanken geprägt, dass natürliche Prozesse und speziell Mikroorganismen im Rahmen der Evolution chemische Lösungen hervorbringen, die wir uns zunutze machen. Dabei fasziniert mich besonders, wie Gene die Produktion von Wirkstoffen steuern und so als eine Art Lego-Kasten für die Herstellung von Wirkstoffen dienen können.